Das war eine lange Wartezeit. Sorry. Ja. Fragen Sie nichts, ne? Doch, wir fragen was. Die Ukraine muss durch den Winter kommen. Putin setzt den Winter als Waffe ein. Was können Sie der Ukraine anbieten, ganz konkret? Und wo liegen vielleicht die Schwierigkeiten? Also ich wäre sehr froh, wenn wir der Ukraine auch anbieten könnten, dass wir eine Einigkeit haben in der NATO, dass wir Finnland und Schweden aufnehmen könnten. Ich frage mich, was hat die Präsidentschaftswahl in der Türkei zu tun mit dem Beitritt von Schweden und von Finnland? Das Zweite, was ich mich frage, was hat das Rechtsstaatsprinzip in der Europäischen Union zu tun, das ist eine europäische Sache, zu tun mit der Politik Ungarns bezüglich des Beitritts von Schweden und Finnland in die NATO. Wir müssen hier intern klare Verhältnisse schaffen. Ich kenne aber seit 2 Jahrzehnten die NATO-Sitzungen und da gilt vor allem das Prinzip der Nicht-Einmischung, was falsch ist, glaube ich. Also wir müssten wirklich in dieser Zeit, wo in Schweden und in Finnland auch 15 Millionen Menschen ein Recht haben auf mehr Sicherheit, dass endlich dieser Schritt, dass der konkretisiert werden kann. Das andere, was Sie fragen, ich glaube, die NATO ist so geschlossen trotzdem gegenüber der Ukraine, dass alles gemacht wird, nicht nur mit Geld, sondern auch mit aller unserer Hilfe, die wir geben können. Zum Beispiel ein Land wie Luxemburg hat 17% seiner Verteidigungsausgaben auf die Ukraine konzentriert. Und wir werden das auch weiter tun. Okay? Genau braucht die Ukraine? Also das sind ja wahrscheinlich nicht kleine Dieselgeneratoren aus dem Baumarkt, sondern können Sie das mal ein bisschen genauer erklären, weil alle reden von Generatoren und Winterausrüstung. Aber was genau ist das? Ja, also zuallererst, wir sind hier bei der NATO. Wir müssen wissen, dass die NATO selbst ja nicht eingreifen kann, einwirken kann militärisch. Dann haben wir diesen Plan der Europäischen Union. Sie wissen, dass zurzeit noch immer 19 Milliarden blockiert sind. 19 Milliarden. Um der Ukraine zu helfen, über den Winter zu kommen. Und auch was die NATO angeht, brauchen wir natürlich auch hier Mittel, die wir der Ukraine anbieten können, um über den Winter zu kommen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Generatoren sie brauchen, aber ich weiß, dass die Menschen frieren, dass die Menschen Angst haben und Menschen, die unter diesen Bedingungen zu leben haben, in der Kälte, kein Licht, dass die zermürbt werden. Und ich glaube, hier muss ein Ruck auch durch die NATO gehen, dass wir das zur Verfügung stellen, was wir können. Und ich glaube, auch die Mitgliedsländer sind alle gefragt, dass wir das hinbekommen. Also es genügt nicht immer Parolen zu sagen, wir sind geschlossen, wir stehen euch an der Seite. Wir müssen das auch konkret zeigen, stimmt.